der Welt. Aus gegebenem Anlass möchte ich heute dazu passend zur Demokratie über Gleichberechtigung sprechen, weil Gleichberechtigung sehr eine Voraussetzung ist für die Demokratie. Und ich denke, dass Gleichberechtigung noch nicht vollends herrscht. Es mag den Schein haben, ja klar, Frauen dürfen mittlerweile arbeiten, sehr gut, sehr gut. Doch wir merken schon in der Sprache allein, dass Frauen noch nicht gleichberechtigt sind. Wir werden nicht mitgesagt, wir werden nur mitgemeint. Wir bekommen noch immer mindestens 25% weniger Gehalt. Wir werden noch immer in diese Rollenbilder hineingequetscht, einfach so. Ja, Frauen, aber auch unsere Sexualität, sei es Homosexualität zum Beispiel, die Homo-Ehe. Auch hier herrscht keine Gleichberechtigung in Sachen Liebe. Nun ja, ein weiter Weg, aber ich denke, dass gerade ein gesundes Verständnis für Demokratie äußerst hilfreich ist, auch diese Missstände aufzuhalten.